ihren letzten Angriff zurück. Was hat mich jetzt erschlagen? Jetzt die Statue um! Amiga, feste Feuer! Werf sie um! Lang lebe der goldene Pfad! Danke, dass du die Augen... Hey, Jay, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate, der arme Eric, mein Double, und jetzt das? Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold! Jetzt echt mal, ganz im Ernst! Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste?
Nun ist es, wie es ist. Essen ist fertig. Amete, das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Die königliche Garde greift an. Wir kommen, so schnell es geht. Ich schnappe mir Paga. Konfrontiere Pagan. Und die schöne Musik kommt. Sollte ich ein Auto nehmen? Ja, ich sollte ein Auto nehmen. Andererseits hat er ja auch einen schönen Blick aus seinem Fenster, von daher muss er ja eigentlich recht hoch oben wohnen. Ja, jetzt kommt doch wieder so ein Brainfuck, oder? Schuhe ausziehen und so? Hier, das ist mein Vater. Komm rein! Bitte entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach... Mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Mal gucken. Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich, sei zivilisiert, lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hört, der nicht wartet, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Essen zusammen. Und dann verstreuen wir die
Asche deiner Mutter zusammen. Ja. Oh. Da brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Da ging mir die ganze Zeit auf den Sack. Ich habe vorhin auch nicht gezögert, ihn zu erschießen, also. Was soll's? Ja, das war Far Cry 4, glaube ich. Ich werde mir gleich auf YouTube noch die anderen Länder angucken, aber das war ein großartiges Spiel. Der Weg ist das Ziel, das Zielende ist natürlich. Wow. Aber ich habe ihn jetzt erstmal erledigt und es läuft. Should I stay or should I go? Als Musikversion zum Ende. Hier laufen wunderbare Menschen durch, die dieses Spiel geschaffen haben. Ich werde bestimmt gleich nochmal in der offenen Welt alles Mögliche finden, was es da zu finden gibt. Und Tant ist großartig. Man kommt am Anfang hin, dann ist der Blöde da. Die ganze Zeit nervt er einen mit blöden Texten, deswegen habe ich ihn erschossen. Das war auch nicht wirklich was, wo ich lange überlegen musste. Nicht so wie bei dem Saba. Weil ehrlich, der ging mir voll auf den Sack die ganze Zeit. Und irgendwie will ich immer noch die Asche verstreuen. Ich hoffe, da kommt gleich noch eine Sequenz, wo ich das machen kann. Aber erstmal genieße ich dieses Lied, was ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und denke noch ein bisschen über das Spiel nach, denn es fing ja nett an. Dann habe ich gedacht, so Drogenfelder nicht gut. Aber das, was der Saval da wollte, das fand ich noch blöder. Und ich meine, das heißt ja nicht, dass sie hier die ganze Zeit Drogen nehmen müssen, sondern eher, dass die Drogen verkaufen. Hört man mich überhaupt bei diesem Lärm? Naja. Ja. Das Ende fand ich ein bisschen zu schnell, aber es war wenigstens ein schöner Weg. Schöne Musik auf dem Weg dahin. Und ja, wir haben viel erreicht. Ich möchte echt noch mal wissen, was mit dem Mörder ist, der da die Masken überall verteilt hat. Und was mit den anderen so ist. Ich würde auch interessieren, wo Langilus hin ist. Vielleicht sehe ich ihn ja im fünften Teil. Wo ist eigentlich Zabal hin? Das müsste ich auch nochmal rausfinden. Und was so noch mit den anderen ist. Yogi und Reggie, die haben mir ja die Pfeife gegeben. Muss ich nochmal gucken, ob ich sie überhaupt noch hab. Und ja, es gab viel zu erleben, eine wunderbare große Reise. Ja, eine wunderbare große Reise und das Ende war halt das Ende der Reise. Viel interessanter war ja alles, was zwischendurch passiert. Ich fand es großartig, dass die Tiere gegeneinander gekämpft haben, dass der Adler auch mal einen Gnu weggeschleppt hat. Und mit dem Hund, den er einfach fallen lassen hat, das fand ich auch großartig. Oder wie Bären miteinander kämpfen, immer wieder wunderschön und dieses Melodie gefällt mir auch sehr gut. Ja, viele Bekloppte hier in Kyrat, viele normale Menschen, die hier einfach nur leben wollen, einige, die das Beste draus machen, einige Farmer, einige, die ich noch befreien müsste und viele, viele schöne Elemente. Die Natur ist wunderschön, der Gyrokopter lässt sich gut fliegen. Die Autos lassen sich auch einigermaßen gut fahren. Vor allem finde ich gut diese automatische Steuerung. Die Charaktere sind glaubhaft. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen richtig entschieden, dass ich für Amita war, dass ich ihn erschossen habe, dass ich den anderen ableben lassen. Dass jetzt alles gut ist im wunderschönen Kyrat mit diesen ganzen Statuen, Glaubensdingern und ich habe Shangri-La schon wieder fast vergessen. Hatte ich auch großartig gemacht von der Optik her. Bisschen stressig an manchen Stellen, aber es ist eine gute Nebengeschichte. Ja, und es hat keinen Bezug zu aktuellen Themen in irgendeinem Land.
wie am Anfang ja so schön geschrieben stand. Ja, wieder großartige Menschen hier. Ich kann die alle gar nicht vorlesen, weil das so viele sind. Auch viele mit asiatisch klingenden Namen. Was okay, vollkommen okay ist für mich. Also, wenn die gut sind, können sie von überall herkommen. Und hier externe Studios noch mit wunderbaren Sachen. Auch Russen anscheinend oder so. Ja, Ubisoft überall vertreten. Großartige Spiele. Macht mir immer wieder Spaß, die Spiele zu spielen. Es sei denn, es ist Piratenspiele, aber das ist was anderes. Da kann ich nur mit dem Schiff nicht ab. Ja, und ich werde demnächst dann noch Far Cry 5 spielen. Far Cry 3 habe ich privat durchgespielt, das war mir viel zu lang. Ich muss mich nochmal an Far Cry 2 versuchen. Was ich irgendwie ganz komisch fand am Anfang und dann gesagt habe, nachdem ich die Malaria besiegt hatte. Ja, schaue ich mir auch nochmal genauer an, das Spiel. Far Cry 1 werde ich nicht nochmal rauskramen, da habe ich glaube ich 10 Minuten drüber gemacht. Und wie gesagt, gleich werde ich mir nochmal angucken, was sich noch im großen Kyrat so befindet, wenn mich das Spiel zurücklässt. Ansonsten komme ich bestimmt irgendwie anders zurück. Die ganzen Propagandasachen, die ganzen Masken, die Nebenaufgaben, die Rennen, die Geiselbefreiung, die Dinge zum Ort transportieren, die ganzen Versorgungsmaterialien und was es nicht noch so alles da an Missionen gibt, die ganzen Orte, die man entdecken kann. Und Mani-Mühlen, Propaganda hatte ich schon gesagt, Sammelobjekte halt. Ein vollgepacktes Spiel, voller schöner Sachen, mit einer schönen Umgebung von Berglandschaft, Wasser, Seen, am Anfang nur karges Land, wollte ich gerade sagen. Höhlen gab es viele zu entdecken. Echt ein wunderbares, großes Spiel, woran ich immer Spaß habe an solchen halbwegs offenen Welten. Hier sind die ganzen Sprecher nochmal. Die Sprecher fand ich übrigens auch schön, sehr gut gemacht. Alle hatten sie immer irgendwas zu sagen und gingen mir auch nirgends auf den Keks, abgesehen von halt dem Paganini. Und die Musik natürlich. Wunderbar, der Stimmung angemessen. Den Radiosprecher fand ich auch cool, auch wenn er manchmal viel zu viel redet, aber halt Radiosprecher, die müssen halt reden. Sonst wären sie keine Radiosprecher. Und ich war auch noch nicht in der Kampfarena. Die fand ich nämlich jetzt nicht so interessant. Ich weiß, dass man da viel schaffen kann und viel erreichen kann und beschämt werden kann und Sachen freischaltet, aber halt nur sich umgebracht hat. Hatte ich auch überhaupt kein Interesse mehr da reinzugehen. Und vorher auch schon wenig. Ja. Und tanzen kann man auch schön hier. Ich muss mir noch den Soundtrack raussuchen, wenn ich es kann. Ja. Oh, japanische Version gab es auch. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch erzählen könnte. Ich hoffe, ich komme gleich nochmal in die Welt zurück und kann die Asche noch verstreuen. Schauen wir mal. Und ich glaube, Paganin war auch ein bisschen überrascht, dass ich so schnell also ihm noch was essen hab lassen und dann zack. Und es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass es nicht ein Doppelgänger oder irgendwie sowas, dass er keine Waffen hatte, mir alle Waffen abgenommen hat oder irgendwas. Also ich hätte mir auf jeden Fall die Waffen abnehmen lassen. Also, wenn ich jetzt König Paganmin gewesen wäre, hätte ich bestimmt einen dahingestellt, der sicher geht, dass ich keine Waffen dabei habe. Why are you driving the taxi? Wenn, dann vielleicht so mit Kämpfen oder irgendwas. Und natürlich frage ich mich auch, was passiert wäre,
was passiert wäre, wenn ich ihn hätte leben lassen. Aber wie gesagt, das werde ich mir bei anderen angucken, wie die geendet haben. Und jetzt erstmal davon aus, dass ich das alles richtig gemacht habe. Nein. Wie gesagt, ich gucke mir die anderen Enden nochmal an, denn ich glaube, ich müsste das Spiel nochmal komplett durchspielen, um die jetzt Ende anders zu machen. Vielleicht würde ich dann mal am Ende Sabal wirklich erschießen und den Bagamin leben lassen. Oder ich würde mich für Sabal entscheiden und Amita müsste ich da dann töten, aber die hätte ich auch gehen lassen. Ja, was man nicht alles hätte machen können. Aber jetzt ist es so geschehen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, hoffe ich. Weil das würde echt kompliziert werden. Es hätte natürlich jemand Rietschneider zur Zeit zurück und wir sind jetzt gerade da, wo wir sind, weil das am besten für uns gewesen wäre. Warum auch immer. Egal, Zeitreisen lasse ich mal. Also theoretisch könnte ich dieses Spiel nochmal durchspielen und mir die anderen Enden angucken. Aber wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es mindestens... sechs. Ich könnte ihn leben lassen. Ich könnte, nee, eigentlich gibt es noch mehr. Aber, also ich könnte mich für sie entscheiden und ihn erschießen. Ich könnte mich für sie entscheiden, ihn nicht erschießen. Ich könnte mich für ihn entscheiden, sie, ihn, Pagan erschießen. Oder für Sabal entscheiden und Pagan nicht erschießen. Könnte ich noch was? Für keine Seite kann ich mich nicht entscheiden. Ja. Ich frage mich kurz, wie viele kommen denn dann noch? Ja, viele haben ihren Beitrag zu diesem wunderbaren Spiel geleistet. Vor allen Dingen von den externen Firmen, von Ubisoft, sogar also die Programmierer, die Grafiker, die Designer, die Spieleentwickler, die Softwareentwickler. Die Manager, die Produzenten, die Marketingmenschen, alle haben sie ihren Teil dabei dazu beigetragen, dass dieses Spiel so großartig ist, relativ gut verkauft wurde, nehme ich an, sonst wird es ja auch keinen fünften Teil geben. Und ich bin echt auf den fünften Teil gespannt, weil das ja so etwas anders sein soll. Man kriegt die Missionen jetzt nur noch durch Reden und nicht dadurch, dass man mit den Personen redet, sondern mit allen muss man reden, irgendwie. Es spielt in Amerika. Es ist einiges anders. Okay, im dritten war es irgendwie auch immer nur, auch so wie hier jetzt. Türme erobern, Außenposten erobern, Story folgen, wobei die Story noch ein bisschen anders war. Und ich möchte jetzt endlich die Asche seiner Mütter irgendwo verstreuen und ich hoffe, da kommt gleich noch eine Animation irgendwie. Oder kommt da nicht? Kommt die nur, wenn man ihn nicht erschießt? Aber dann ist er ja immer noch König und das mit dem goldenen Pfad war alles für ein Gesäß. Naja, wir sind schon beim Management-Team. Bild dir, ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Mal gespannt, was nach dem Abspann passiert. Ob ich noch eine Animation kriege, wie ich die Asche verstreue, oder ob das jetzt völlig egal ist. Beim dritten Teil fand ich es übrigens merkwürdig, dass man als Partymensch dahin gegangen ist und am Ende sich entscheiden muss, ob man wieder zurückfährt und das alles als Urlaub verbucht, oder ob man einfach da bleibt und der Krieger bleibt. Wobei ich es echt seltsam fand, dass am Anfang halt Bruder wird erschossen und man wird sich daran rächen und plötzlich befreit man das ganze Land, und um am Ende doch noch seine Rache zu kriegen, und man weiß dann nicht, gehe ich jetzt, bleibe ich hier, ich bin ja jetzt König und so oder super Typ hier. Naja, der vierte Teil hat ja gar nichts damit zu tun. Da muss ich ja die Asche meiner Mutter verstreuen, bin deswegen nach Kyrat gefahren, wo sie früher gelebt hat. Und
bin jetzt immer noch nicht dazu gekommen, das zu zerstreuen. Weil ich auch irgendwie nicht weiß, wo jetzt dieser Berg ist, wo ich das verstreuen sollte. Und ich bin jetzt die ganze Zeit mit der Asche rumgelaufen. Irgendwo im Inventar. Ich wurde nicht zerstört, als ich getötet wurde. Ich wurde nicht irgendwas... Ist auch nicht zerquetscht worden oder irgendwas. Und ich habe sie immer noch nicht ans Ziel gebracht. Finde ich sehr merkwürdig eigentlich. Ja. Vielleicht finde ich es ja gleich noch raus, wo ich die streuen darf oder noch nicht. Eigentlich, ja, ich wollte es zerstreuen, goldene Fahrt angeschlossen, rumgeeiert und trotzdem irgendwie immer noch nicht fertig. Ja. 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 Alles wunderbare Menschen hier. Und ich hätte auch nichts dagegen, irgendwann meinen Namen in so einem Nachspann mal zu sehen. Aber wer stellt mich ein? Das ist die Frage. So. Ist das eigentlich Musik, die geschützt ist oder so? Jetzt kommt hier noch Entwickler. Wieso kommen die Entwickler so spät? Ja. Entwicklerteam und da ist auch schon mein Lieblingsinstrument. Ein einseitiges, wenn ich mich nicht täusche. Hatte ich auch mal. Okay, hier kommen die Musik-Credits, die dazu gekauft wurden von Bombay Royale, The Clash. Den Typ, der das hier gemacht hat, ich hab schon vergessen, wie er hieß. Punjabi Prince, keine Ahnung. Und ich fürchte, die ganze Musik hier ist urheberrechtlich geschützt. Ja. Flash, Pink, Dolby, DTS. Havoc muss auch immer dabei sein. Speedtree, Autodesk. Ja. Zeit zu sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Es sei denn, es passiert noch was. Lasst euch nicht erwischen. Viel Spaß im Internet. Und wir sind wieder in der offenen Welt. Fargan ist tot. Es ist vorbei? Wir haben gewonnen? Hast du Lakshmana gefunden? Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Ist doch unwichtig. Nein. Du hast recht. Was zählt, ist Kyrat gemeinsam wieder aufzubauen. Es geht doch weiter. Okay. Hallo, hi. Nachbar. Hola. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut. Gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ah. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Okay. AJ, Hagan ist zwar tot, aber seine Festung Rajgard steht noch. Ich
Truppen dort sind ohne ihren Anführer recht unorganisiert. Du solltest sofort einen Angriff starten, solange sie noch geschwächt sind. Alles klar, es geht weiter. Pergamins Festung ist geschwächt, die muss ich wieder holen. Na, so wird aber auch. Wo haben wir denn hier den nächsten? Da. Schnellreise zu diesem Ort und dann werde ich mir noch was holen.